Dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz mit Bundesministerin Julia Klöckner zur Vorstellung der Ergebnisse der Folgenabschätzung zur sogenannten Borchardt-Kommission, unserem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Wir begrüßen den Autor der Studie auch, Professor Dr. Volkhard Isermayer vom Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut und den Vorsitzenden des Kompetenznetzwerks, Herrn Jochen Borchardt, Bundesminister oder Bundeslandwirtschaftsminister AD. Wir starten mit Statements. Die Ministerin wird beginnen. Dann wird Herr Isermayer zu den Ergebnissen noch detaillierter Stellung nehmen. Abschließend Herr Borchardt, Frau Ministerin, gerne. Dankeschön. Herr Paul, guten Tag. Erstmal denen, die hier live da sind. Schön, Sie zu sehen. Und allen, die uns zugeschaltet sind. Ganz gut, dass wir das auch so hybrid wieder anbieten können. Grüße sehr herzlich, lieber Jochen Borchardt, sehr geehrter Professor Isermayer, dass wir heute hier beieinander sind. Denn heute wird das Kompetenznetzwerk auch tagen. Und ich werde auch teilnehmen. Wie Sie wissen und selber auch mit der Beschäftigung ja auch vertraut sind, der Umbau der Tierhaltung geht nicht per Knopfdruck. Die Forderungen sind schnell gestellt, aber ein solcher Umbau muss strukturiert passieren. Und deshalb sehen wir uns auch des Öfteren hier, nicht nur zu Pressekonferenzen, sondern auch zu Gesprächen. Mein politisches Ziel seit Amtsantritt, das wissen Sie, ist das System der Tierhaltung in Deutschland umzubauen. Nicht gegen die Tierhalter, sondern mit ihnen, weil wir Tierhaltung hier in Deutschland halten wollen. Und eben nicht die Tierhaltung aus Deutschland vertreiben wollen, Tierschutzfragen nicht hier gelöst haben, aber dann mit den Produkten, die importiert werden würden, dann auch alte Fragestellungen importieren. Und deshalb sage ich, hier auf unserem Grund und Boden in Deutschland müssen wir diese Fragestellungen auch lösen. Hin zu mehr Tierwohl und hin zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz und hin zu Planungssicherheit auch bei den Tierhaltern. Und für mich war von Anfang an, ist keine Frage des Ob, sondern mir ging und geht es um das Wie, wie wir den Umbau gestalten. Also nicht, dass wir uns dann wieder nach einem Jahr oder zwei Jahren begegnen würden und Sie dann sagen würden, ja, sehen Sie mal, das war nicht zu Ende gedacht. Wir haben vielleicht jetzt viel mehr Platz für Tiere, nämlich dadurch, dass sie nicht mehr hier in Deutschland sind, aber wir importieren sie, nämlich unter Standards, die niedriger sind als in Deutschland. Und es gibt sicherlich viele abstrakte Wünsche, es gibt auch viele Bedenken, im Übrigen auch viele Bedenkenträger, auch das will ich sagen. Und wir haben gehandelt und jetzt viele Schritte sind wir weitergekommen bei wichtigen Kernfragen. Also wie wird dieser Umbau finanziert? Wie sorgen wir für langfristige Verlässlichkeit für unsere Landwirte? Das ist sehr wichtig, ob sie das mitmachen dann auch. Wie bringen wir in Deutschland Wirtschaftlichkeit und Tierwohl zusammen? Denn klar ist auch, Tierwohl kostet Geld. Und das ist immer wieder deutlich und klar geworden. Und wir können es nicht erwarten in einem offenen Binnenmarkt, dass just in Deutschland Tierhalter zu viel höheren Kosten erzeugen und dann auch noch wettbewerbsfähig bleiben, wie gesagt, in einem offenen Markt. Das wird so nicht funktionieren, dass sie alleine das tragen müssten, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dafür liegen jetzt mehrere rechtlich geprüfte Optionen auf dem Tisch. Das ist ein großer Erfolg. Um das zu erreichen, wissen Sie, habe ich das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung unter der Leitung von Jochen Borchardt eingesetzt. Sie wissen, das hatten wir das vergangene Mal vorgestellt, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben gehabt. Das war der Wunsch der Länder, der Wunsch des Kompetenznetzwerkes, auch folgend eines Antrages des Deutschen Bundestages. Finanzierungsmöglichkeiten liegen auf dem Tisch. Was ist überhaupt mit dem deutschen und mit dem Europarecht vereinbar? Und ich bin froh, dass die Juristen grundsätzlich für unseren Weg keine grundsätzlichen Bedenken haben. Betonen möchte ich, die Machbarkeitsstudie war Voraussetzung, auch um dieses gesellschaftlich gewollte Projekt voranzutreiben, aber genauso auch die Folgenabschätzung dieser Studie. Und die wir heute hier vorstellen. Und mit der Erstellung hatten wir unabhängige Experten des Thünen-Institutes beauftragt. Und die Wissenschaftler haben untersucht, was hat der Umbau für Folgen? Auch das ist ja der Punkt. Denn man kann etwas politisch vorantreiben, aber wenn man sich die Folgen und die Konsequenzen nicht anschaut, sondern nur die Wünsche, die damit verbunden sind, kann es auch ein Erwachen geben, das einen eher erschreckt, als dass man sagt, das ist das Intendierte gewesen. Und deshalb ist diese Folgenabschätzung so wichtig gewesen. Einmal Folgen für die Betriebe, klar, die diesen Umbau, sei es mehr Platz für Tiere,
Außenluftkontakt, auch die Frage der Kostenentwicklung. Für die Betriebe die Folgenabschätzung, was heißt das für die Agrarstruktur in Deutschland? Zweiter Punkt, für die Branche an sich und die Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das haben wir untersuchen lassen. Konkreter, es geht um die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Entwicklung in den ländlichen Räumen. Und es geht um die Zahlungsbereitschaft für höhere Tierwohlstandards. Das jetzt in, ich sage jetzt mal schnell zusammengefasst, das ist diese Studie. Sie können sich vorstellen, da ist ein bisschen mehr drin und ich will Ihnen einige wichtige Punkte gleich erläutern hierzu. Und gut, die Übergabe hätten wir auch gerade machen können, fällt mir auch gerade ein. Jetzt habe ich schon in der Hand, lieber Herr Professor Esermeyer. Und die Ergebnisse, die Details wird Ihnen gleich der Autor der Studie, Professor Esermeyer, vorstellen. Und ich möchte Ihnen kurz sagen, noch was mir wichtig ist aus dieser Studie von den Ergebnissen. Erstens, glaube ich, müssen wir als Prämisse klar uns vor Augen führen, eine Folgenabschätzung arbeitet zwangsläufig auch mit Schätzungen und nimmt auf dieser Grundlage Prognosen vor. Und für mich sind folgende Punkte wichtig. Die Studie bekräftigt unser Vorgehen. Also das Ergebnis der Studie besagt nicht, dass der Weg, wie wir den Umbau, also die Transformation der Tierhaltung in Deutschland vorhaben, dass das nicht funktionieren würde. Sondern eher, wenn wir heute nichts tun und nicht strukturiert tun, aber mit verschiedenen Aspekten, also auch mit Förderkriterien, dann ist ein Strukturwandel in Deutschland viel rasanter, weil die Tierhalter sonst keine Perspektive und Verlässlichkeit hätten. Und klare Aussage, ich zitiere wörtlich, wenn es keine Umsetzung einer solchen nationalen Nutztierstrategie gibt, werden sich die Landwirte aufgrund der anhaltenden Verunsicherung weiterhin mit Investitionen in die Tierhaltung zum Tierwohl zurückhalten. Das ist genau das Gegenteil, was wir ja alle vorhaben, wenn man eben nichts tun würde. Und darüber hinaus bestätigt die Folgenabschätzung, dass, was ich auch immer unterstrichen habe, die gesellschaftliche Akzeptanz ist die Grundlage für eine gute Perspektive. Nicht nur für die Betriebe, sondern für die gesamte Branche. Und wörtlich heißt es, eine kraftvolle, von der Bevölkerungsmehrheit getragene Nutztierstrategie kann dazu führen, dass zahlreiche tierhaltende Betriebe zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und weiter, die Nutztierstrategie bietet den Landwirten eine klare Perspektive über den Zukunftskurs und einen wirtschaftlichen Ausgleich für die tierwohlbedingten Mehraufwendungen. Und das ist auch eine der Kernaussagen. Also tierwohlbedingte Mehraufwendungen, so wird es sein. Und ich komme auch noch mal dazu zu den Verbrauchern, aber vertieft durch Professor Esermeyer. Aber klar wird auch, ohne eine Kennzeichnung dessen, also dass der Verbraucher erkennen kann, warum etwas mehr kostet, wird auch eine Akzeptanz nicht gegeben sein. Also ein Tierwohlkennzeichen, ein staatliches Tierwohlkennzeichen ist für eine solche Transformation wichtig. Und die Verbraucher müssen nämlich erkennen können, in welchem Produkt mehr Tierwohl auch drinsteckt. Klar wird auch, dass wir bei der Tierwohlkennzeichnung eine Eingangsstufe brauchen, um den Umstellungswilligen eine Brücke auch zu bauen, hin sich auf diesen Weg zu machen. Denn es geht ja darum, dass sich möglichst viele beteiligen. Sie kennen ja auch die Debatte, dass möglichst viel gefordert wird, von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 oder von 50 auf 150 direkt zu springen. Wir müssen aber in die Realitäten schauen, a, den Wettbewerb im Ausland, b, den Markt in Deutschland und c, die Gegebenheiten in den Betrieben. Und ein Punkt ist mir ganz wichtig aus dieser Studie nochmal, und das wird immer wieder, Herr Professor Esermeyer, sehr, sehr deutlich, das ist die Verlässlichkeit, die die Tierhalter brauchen. Denn wer einen Stall umbaut oder neu baut und den Anforderungen entsprechend baut, der nimmt richtig viel Geld in die Hand. Und der will nicht Zusagen in Legislaturperioden haben, weil in 4 Jahren hat man die Sache nicht gewuppt, muss man ganz klar sagen, als Unternehmer, als Tierhalter. Und ob ein Landwirt seinen Stall tierwohlgerecht umbaut, darf nicht davon abhängen, welche Koalition gerade regiert. Und deshalb wollen wir als BML Verträge schließen zwischen den Landwirten und der Bundesregierung. Also Verträge, die eine Bindewirkung für die Bundesregierung haben, über Legislaturperioden hinaus. Denn unabhängig davon, welches Finanzierungskonzept am Ende umgesetzt wird, wenn Landwirte in ihrem Stall für mehr Tierwohl sorgen, müssen sie sich darauf verlassen, dass sie nicht diejenigen sind, die einfach drauflegen
und am Ende das Ende ihres Betriebes vor Augen haben. Und dazu sind wir bereits übrigens in intensiven Verhandlungen auch mit der EU-Kommission, denn laut EU-Recht ist im Moment nur eine Förderung bis zu 7 Jahren zulässig. Auch das ist zu knapp, das ist zu kurz. Und das wollen wir ausweiten. Zweiter Punkt ist, ich lasse gerade einen Vertragsentwurf oder diverse Vertragsentwürfe erarbeiten von meinem Ministerium, wie ein solcher Vertrag zwischen Staat und Tierhalter aussehen könnte. Und diesen werden wir Ihnen auch vorstellen. Und ich komme zum Schluss. Ich glaube, wir gemeinsam, deshalb will ich mich sehr bedanken, auch bei Jochen Borchert und bei Professor Isermayr und bei allen, die in der Kommission mitarbeiten. Ich glaube, wir haben in dieser Legislaturperiode ein Momentum geschaffen für die Bereitschaft, wirklich diesen Weg zu gehen zum Umbau der Tierhaltung. Und nochmal, das geht nicht per Knopfdruck oder einer Petition, die man unterschreibt. Da steckt viel mehr dahinter. Das muss strukturiert gehen, das muss auf Vertrauen auch stoßen, da müssen wir alle auch mitnehmen. Und dieses Momentum für den Umbau der Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl, dieses massive Momentum haben wir geschaffen und wir sollten es auch nutzen. Und was die Finanzierungen anbelangt, vielleicht kommen da die Fragen nachher, es gibt ja 3 Wege, die vorgeschlagen worden sind. Ich kann verstehen, dass die Fraktionen noch Beratungsbedarf haben, aber ich rate uns allen, dass wir uns entscheiden. Denn am Ende müssen wir vorangehen. Ich glaube, ein Soli, ein Tierwohl-Soli, das wird keine politische Mehrheit haben. Die Frage nach Mehrwertsteuer oder einer Tierwohlabgabe am Produkt, das ist möglich und wäre auch machbar. Und ich sage und freue mich auch nachher zu diskutieren mit dem Kompetenznetzwerk dazu. Also kurzum, wir sind wieder einen Schritt weiter und freue mich jetzt, Herrn Professor Isermayr zu hören als Autor der Studie. Ja, vielen Dank, Frau Bundesministerin Klöckner. Lieber Herr Borchert, vielen Dank, dass ich hier stehen darf und Ihnen ein wenig Einblick geben darf in das, was wir getan haben. Zum Verständnis ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zuallererst noch einmal in Erinnerung rufen, worin die Kernempfehlungen des Kompetenznetzwerks bestehen. Zum einen geht es darum, dass Orientierung geschaffen wird, indem überhaupt erstmal Tierwohlstufen definiert werden. Es wird nicht nur allgemein von Tierwohl gesprochen, sondern es wird anhand von Indikatoren in dem Vorschlag des Kompetenznetzwerks ja definiert, was zu tun ist, um in Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 zu kommen. Und der nächste bemerkenswerte Punkt in der Kompetenznetzwerkstrategie ist, dass dann ein klares Ziel festgelegt wird, nämlich dass alle Nutztiere in Deutschland im Jahr 2040 mindestens in Stufe 2 oder besser gehalten werden sollen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel, welches dann eben Orientierung geben kann. Und die Landwirte brauchen Orientierung, denn Tierställe bauen ist eine langfristig ausgerichtete Angelegenheit. Und da muss man schon wissen, in welche Richtung man sich bewegen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, alle Nutztiere im Jahr 2040 oberhalb von Stufe 2 zu haben, sollten natürlich am besten ab sofort alle Investitionen auch in dieser Kategorie landen. Denn um Tierwohlstufe 2 zu erreichen, ist es erforderlich, dass Landwirte ihre Ställe anpassen. Das geht nicht in den Ställen, sondern da müssen Ställe umgebaut werden oder neu gebaut werden. Deswegen ist diese Orientierung, die das Kompetenznetzwerk einfordert, so wichtig. Es ist dann zweitens erforderlich und deswegen auch zentraler Vorschlag des Kompetenznetzwerks, dass die Landwirte, wenn sie so wollen, durch Druck und Sog auf diesen gesellschaftlich erwünschten Pfad geleitet werden. Auf der einen Seite ist vorgesehen, das Ordnungsrecht, das Tierschutzrecht schrittweise zu verschärfen, ab 2030 Stufe 0 zu verbieten, ab 2040 die Stufe 1 zu verbieten. Aber das würde eben zu der von Ihnen, Frau Bundesministerin, gefürchteten Verlagerung führen. Und deswegen ist es wichtig, die Landwirte finanziell in die Lage zu versetzen, die Mehrkosten des Tierwohls auch verkraften zu können.
Und hier gibt es eben drei Komponenten, die staatliche Investitionsförderung, die staatliche Tierwohlprämie und die Produktkennzeichnung. Mit allen dreien sollen die Landwirte in die Lage versetzt werden, dann am Ende weiterhin rentabel Tierhaltung betreiben zu können. Das ist der Kern des Vorschlags des Kompetenznetzwerks. In der Politikfolgenabschätzung haben wir nun zwei Perspektiven eingenommen. Wir haben zunächst mal uns die landwirtschaftlichen Betriebe genau angeschaut, am Beispiel typischer Betriebe durchleuchtet, wie sich Betriebe anpassen können, um die Kriterien der Tierwohlstufen 1, 2 und 3 zu erfüllen. Dabei ist es mir wichtig, wegen dieser Bedeutung, jetzt in Stufe 2 und höher zu investieren, dass die Betriebe eben wirklich die Stufe 2 auch im Auge haben. Und da haben wir auch mit Beraterinnen, Beratern, Landwirten zusammen überlegt, wie können die Betriebe sich anpassen. Und dann geht es natürlich um die Frage, was kostet das dann eigentlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben? Im Ergebnis und in der kurzen Pressekonferenz kann ich es auch nur kurz zusammenfassen, zeigt sich, im Schnitt sind die Erzeugungskosten auf den landwirtschaftlichen Höfen zwischen 10% und 20% höher infolge dieser tierwohlbedingten Anforderungen, wenn wir Stufe 2 oder Stufe 3 anpeilen. 10% bis 20% klingt eigentlich gar nicht so viel, wäre aber im europäischen Binnenmarkt ein K.O.-Kriterium, wenn es nicht auf der Erlösseite dann entsprechend irgendwo gegenfinanziert werden könnte. In einzelnen Fällen ist es zum Teil deutlich höher. Da muss man sich dann teilweise auch nochmal über die einzelnen Spezifikationen der Kriterien unterhalten. Das ist schon die Frage, ob man beispielsweise den Masthühnern bei einem 10.000 Masthühnerstall dann 4 Hektar Auslauf geben muss oder ob nicht 1 Hektar reicht. Das sind Dinge, die wir vielleicht im Kompetenznetzwerk auch zu diskutieren haben, damit nicht unnötig hohe Kosten zum Erreichen des Tierwohls dann verursacht werden. Aber die 10% bis 20% in Einzelfällen etwas höher ist vielleicht so das eine Kernergebnis, mit dem wir aufwerten können. Dann haben wir uns, nachdem wir die landwirtschaftlichen Betriebe uns angeschaut haben, auf die Ebene des Sektors begeben und versucht, die Zukunftspfade der deutschen Nutztierhaltung erstmal ohne Umsetzung der Empfehlungen des Kompetenznetzwerks und dann mit Umsetzung der Empfehlungen des Kompetenznetzwerks anzuschauen. Das ist natürlich schon ziemlich mutig angesichts der Gesamtturbulenzen, denen sich die Nutztierhaltung im Augenblick ausgesetzt sieht. Wir konnten zunächst mal anknüpfen an der sogenannten Baseline des Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut als Bundesforschungsinstitut bringt alle paar Jahre eine modellgestützte Zukunftsprognose der gesamten Entwicklung des Agrarsektors heraus. Und wir haben dort die im Jahr 2020 prognostizierten Entwicklungslinien aufgegriffen und haben gemerkt, das ist vielleicht heute schon fast zu optimistisch. Wir haben es deswegen als moderates Referenzszenario bezeichnet, wie sich dort die Nutztierhaltung in Deutschland entwickelt. Denn es ist doch so viel schwere See im Augenblick für die Nutztierhaltung, wenn ich so Gerichtsurteile und afrikanische Schweinepest und Auswirkungen von Corona und alles Mögliche mir vor Augen führe, dass wir gesagt haben, es kann auch sein, dass die eher schwierige Entwicklung, die kontraktive Entwicklung der Nutztierhaltung der letzten 5 Jahre fortzuschreiben sein wird. Das wäre dann der kontraktive Kurs. Da haben wir also schon mal 2 Szenarien aufgespannt. Und das Autorenteam neigt eigentlich eher der Erwartung zu, dass die Nutztierhaltung, wenn sie nicht aus den negativen Schlagzeilen rauskommt, tatsächlich eher den kontraktiven Kurs nimmt. Und gemessen an diesen kontraktiven Kurs, der aus Sicht der Landwirte sicherlich ungünstig ist, bietet in der Tat die Umsetzung der Vorschläge des Kompetenznetzwerks die Chance, dass wir dann den Landwirten positive Signale geben und die Landwirte dann doch stärker den Mut fassen, im Sektor zu bleiben und im Sektor eine tierwohlgerechte Produktion dann zu betreiben. Das haben wir versucht zu quantifizieren. Ich bitte um Nachsicht, dass das jetzt hier nicht in allen Szenario-Details dargestellt werden kann. Aber je nachdem, mit welcher
mit welchem Elan die Politik das vorantreibt, mit welcher guten Kooperation Wirtschaft und Politik hier auch die Zukunft dann gestalten wollen. Also wie, je nachdem, wie gut der Rahmen gestaltet wird, kann es sein, aus dem kontraktiven Kurs durchaus auch einen moderaten Kurs dann zu machen, also die Tierhaltung in eine bessere Richtung zu bewegen. Was kostet das dann für die Gesellschaft? Wir haben über alle Szenarien hinweg dann berechnet, dass das so ungefähr 3 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr kosten wird. Das klingt erstmal recht teuer. Diese Kosten sind ja auch zu bringen, eben für die Investitionsförderung und für die Tierwohlprämie. Klingt teuer, andererseits, wenn man es umrechnet auf eine Mahlzeit am Tag, sind 5 Cent pro Mahlzeit, dann ist es auch wieder sehr überschaubar, was uns dann das Tierwohl wert sein könnte und vielleicht auch wert sein sollte. Mit dieser Kostenschätzung bestätigen wir im Grunde die ersten Schätzungen, die schon vom Wissenschaftlichen Beirat 2015 und letztes Jahr auch in der Studie des Kompetenznetzwerks aufgerufen worden ist. Soweit vielleicht zu den sektoralen Gesamtbetrachtungen, wie sich der Sektor entwickeln könnte. Also es kann gut funktionieren. Wir haben dann noch ein paar kritische Erfolgsfaktoren versucht zu identifizieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, das, was das Kompetenznetzwerk vorgeschlagen hat, muss in Gänze umgesetzt werden. Ich will damit sagen, wenn die deutsche Gesellschaft wirklich möchte, dass die gesamte Nutztierhaltung 2040 bei Stufe 2 und höher ist, dann ist der gesamte Instrumentenmix, wie ihn das Kompetenznetzwerk vorgeschlagen hat, dann auch richtig gewählt. Dieses Ziel lässt sich nicht erreichen, indem man auf die Marktkräfte vertraut und sagt, das werden die Verbraucher schon irgendwie richten, das wird nicht funktionieren. Und wenn der Staat einspringt, dann ist es eben auch wichtig, sowohl am Ordnungsrecht als auch an den finanziellen Unterstützungen zu arbeiten. Wenn man nur das eine oder nur das andere macht, das hat die Studie auch klar gezeigt, dann kann das Ziel nicht erreicht werden. Und bei der finanziellen Unterstützung ist es auch wichtig, dass man sowohl die Investitionsförderung als auch die Tierwohlprämie nimmt. Wenn man nämlich nur die Investitionsförderung nimmt, besteht die Gefahr, dass wir mit starker Investitionsförderung durchaus tierwohlgerechte Ställe auf die Höfe bringen. Aber wenn wir die Landwirte danach wieder in den harten europäischen Kostenwettbewerb schicken, dann kann es sein, dass sie in diesen schönen Stallhöhlen doch wieder durch die Kräfte des Marktes gezwungen sind, eine Produktion zu betreiben, die am Ende unseren Tierwohlanforderungen nicht genügt. Und deswegen brauchen wir beides, Investitionsförderung und Tierwohlprämie. Und Frau Bundesministerin, Sie haben schon gesagt, bei der Tierwohlprämie gibt es dann noch so die offenen Fragen der Vertragslaufzeit. Da wäre schon aus Sicht der Investoren wichtig, über die 7 Jahre hinweg gehen zu können. Aber wir haben auch gesagt, selbst wenn sich das jetzt nicht erfolgreich verhandeln lassen sollte, und das ist ja immer bei Verhandlungen so eine Sache, dann sollte die Politik sich da nicht entmutigen lassen. Denn zu einem Teilerfolg lässt sich die Nutztierstrategie auch dann, wenn man nur 7 Jahresverträge hat, immerhin auch schon führen. Aber es lohnt sich jetzt dafür zu kämpfen. Da drücken wir Ihnen natürlich die Daumen. Insgesamt kommen wir also damit zu einer positiven Bewertung der Empfehlungen des Kompetenznetzwerks. Und wir möchten der Politik empfehlen, dieses Konzept weiter zu verfolgen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Borchert, gerne. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann mich nach den Einführungen der Frau Ministerin und nach den Ausführungen von Herrn Isermayer relativ kurz fassen. Ich denke, es gibt eine große Übereinstimmung zwischen den Aussagen der Folgenabschätzung und den Empfehlungen, die wir im Jahr 2020 vorgelegt haben. Die Folgenabschätzung bekräftigt, dass die Annahmen und die Vorschläge des Kompetenznetzwerkes richtig sind. Ich will noch mal unterstreichen, was auch in der Folgenabschätzung deutlich wird. Für die Umstellung der Nutztierhaltung brauchen wir auf der einen Seite eine Akzeptanz der Gesellschaft und wir brauchen die Akzeptanz der Landwirte. Für die Akzeptanz der Gesellschaft wird es ganz wichtig sein, dass wir die Stufen der Tierwohlumstellung auch deutlich in der Öffentlichkeit diskutieren und dass wir von vornherein anstreben, die Nutztierhaltung insgesamt umzustellen. Ich glaube, wir werden eine Akzeptanz der Gesellschaft nicht erreichen,
wenn es nur zu einer geringen Umstellung der Nutztierhaltung kommt. Die Akzeptanz der Landwirte wird entscheidend davon abhängen, ob sie sich auf die Förderung verlassen können. Deswegen ist ganz wichtig, dass es Verträge zwischen dem Landwirt und dem Staat gibt. Auf diese Verträge kann der Landwirt sich verlassen. Damit sind seine Investitionen abgesichert. Professor Isermayer hat darauf hingewiesen, dass wir bei der Umstellung der Nutztierhaltung sowohl auf die Sog- wie auf die Druckwirkung setzen. Für die Sogwirkung brauchen wir eine ausreichende Tierwohlprämie. Wir müssen hier nahe an die 100% kommen, damit auch alle Betriebe einen Anreiz haben, die Umstellung vorzunehmen. Bei der Drucksituation will ich noch mal darauf hinweisen. Wir erwähnen in den Empfehlungen die Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, der gesetzlichen Bedingungen 2030 und 2040. Aber immer mit dem Hinweis, und den will ich noch mal sehr deutlich machen, Voraussetzung ist, dass darunter die Förderung nicht leidet. Wenn wir den gesetzlichen Rahmen anheben und damit die Förderung sinken würde, dann geraten die Bauern von heute auf morgen wieder in die roten Zahlen. Und deswegen ist entweder Voraussetzung, dass Standard für die Berechnung der Kosten die europäischen Haltungsstandards sind, oder dass wir einen Weg finden, wie auch bei einer Veränderung der gesetzlichen Standards in Deutschland die Förderung weiter vorgenommen werden kann. Sonst wären Landwirte, wenn die Veränderung der gesetzlichen Haltungsstandards ohne Ausgleich vorgenommen wird, von heute auf morgen in großen Schwierigkeiten. Die Umstellung muss, darauf hat der Professor Isermayer auch noch mal hingewiesen, in Gänze erfolgen. Das heißt, wir brauchen jetzt die politische Entscheidung, die Entscheidung der Fraktionen, dass die Empfehlungen mit den Vorschlägen umgesetzt werden können. Dabei wird es sicher noch mal Diskussionen im Detail bei den Kriterien geben. Aber die Politik muss dann jetzt auch die Entscheidung fällen, welche Art der Finanzierung vorgenommen werden soll. Wir haben im Kompetenznetzwerk im Grunde zwei Finanzierungsmöglichkeiten ins Auge gefasst. Die präferiert ist entweder eine Verbrauchssteuer als Tierwohlabgabe oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von den abgesenkten 7% auf 19%. Und es ist jetzt die politische Entscheidung, welche der beiden Finanzierungsmöglichkeiten am sichersten und am erfolgreichsten umzusetzen sind. Insgesamt will ich zum Abschluss noch mal sagen, ich freue mich natürlich, dass die Folgenabschätzung den Weg der Empfehlung des Kompetenznetzwerkes bestätigt, dass sie bestätigt, dass die Empfehlungen umsetzbar sind, dass die Empfehlungen in Gänze umgesetzt werden müssen. Und mit der Folgenabschätzung liegt jetzt nach der Machbarkeitsstudie eine zweite Detailuntersuchung vor, sodass jetzt die Umsetzung der Nutztierhaltung in Angriff genommen werden können. Darauf warten Bauern. Dies aber auch der Wille der Gesellschaft. Dies zeigen viele Diskussionen noch der Gesellschaft. Und die Landwirte brauchen am Ende, wenn sie weiter Nutztiere halten wollen, die Akzeptanz der Gesellschaft. Und die werden sie nur erreichen, wenn wir eine Umstellung zu mehr Tierwohl möglichst zügig auch in Angriff nehmen und umsetzen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt gerne die Möglichkeit zu fragen. Wir können auch starten mit einer schriftlichen Frage. Martin Polanski, ARD Hauptstadtstudio, an die Ministerin. Glauben Sie, dass die Verbraucher spürbar höhere Fleischpreise ohne weiteres hinnehmen werden? Und damit verbunden die Frage nach der persönlichen Tendenz, ob Erhöhung Mehrwertsteuer oder Tierwohlabgabe. Danke, Herr Polanski, für die Frage. Sie haben es, glaube ich, genannt, merkliche, gell, oder Erhöhung? Spürbare. Eine spürbare Erhöhung. Ist die Frage immer, was spürbar ist? Also was danach, also wie die Definition von spürbar ist. Wenn ein Kilo Fleisch zum Beispiel 40, 46 Cent mehr kostet, ist die Frage, für wen das spürbar ist und was mir vor allen Dingen mehr Tierwohl wert ist. Bei Umfragen, die wir haben, und so viel kann ich vielleicht schon auch sagen, wenn wir auch Verbraucher regelmäßig jedes Jahr befragen, was ihnen beim Einkauf wichtig ist, also beim Fleischeinkauf auch wichtig ist, steht immer mit ganz oben, mehr Tierwohl, also die Tierwohlstandards. Und jetzt natürlich ist es immer am einfachsten, dass man sagt, ich bekomme viel mehr und es kostet mich nichts. Das wird aber nicht funktionieren, das wäre unehrlich, weil der Tierhalter kann es nicht finanzieren, weil er im Wettbewerb ist. Weil wir auch sehen, dass am Ende die Ladenkasse, dass da häufig auch anders entschieden wird als
zum Beispiel die Präferenz geäußert wird vom Verbraucher. Deshalb wird es ein Mix sein müssen. Und Professor Isermayr hat es ja eben genannt, einmal Investitionsförderung, also in den Stallbau. Das sind staatliche Förderprogramme. Und dann die Frage, Stichwort eine Tierwohlprämie am Produkt dann selbst. Und ich glaube, ja, Herr Polanski, ich glaube, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die tragen das mit bei allen Umfragen. Die Sensibilität für mehr Tierwohl, aber auch der Wunsch für regionale Erzeugung, die sind so angestiegen, dass wir dem auch Ausdruck verleihen wollen und auch müssen. Und ich sage auch nicht, Gerichte sollen hier Gesetze machen oder uns korrigieren, sondern es ist Aufgabe der Politik. Und deshalb Umbau der Tierhaltung. Und es geht auch nicht darum, dass wir, also es gibt kein Recht auf Billigstfleisch. Jeden Tag Billigfleisch, das müssen wir, glaube ich, auch mal ganz klar unterstreichen. Und vielleicht dann weniger Fleischkonsum, das wird kein Luxusprodukt für Reiche. Das wir müssen dann natürlich auch die soziale Komponente uns anschauen, wie der Warenkorb berechnet wird, ganz klar. Aber am Ende geht es darum, höherwertig, wenn auch weniger, aber damit können dann alle auch besser leben. Das ist auch unser Eindruck, was die Tierhalter anbelangt. Und die Präferenz, also es gibt ja die drei Finanzierungsvorschläge. Also einen Soli, der wäre zwar rein organisatorisch, wäre der am einfachsten, muss man sagen, Jochen. Das wäre mit Zweckbindung direkt in den Haushalt. Aber da wird es keine Mehrheiten für geben. Es ist sogar auch die Frage, ob das verfassungsrechtlich von der Begründung her machbar wäre. Dann das Thema Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte oder tierische Produkte. Oder das Thema Tierwohlabgabe. Sie wissen, dass ich mich, also das dann am Produkt selbst, dass wir dort eine konkreten Erhöhung, Verbrauchsteuer hast du es genannt, Jochen, vorschlagen. Ich bin für beides. Offen sage, eine Tierwohlabgabe kann ich mir insofern gut vorstellen. Warum? Weil wir dann auch, sagen wir mal, die Abstände, sagen wir mal, Biofleisch ist ja heute schon hochpreisig. Und wenn es prozentual steigt, wird der Abstand noch mal größer. Also insofern wäre eine klare Verbrauchsteuer sicherlich von dem Aspekt her einfacher. Aber es ist vom Handling her wiederum was anderes. Das sind die Aspekte, die wir immer... Und deshalb ist es eine politische Entscheidung, wo wir die Fraktionen mitnehmen müssen. Und da ist noch Beratungsbedarf in den unterschiedlichen Fraktionen. Aber ich halte es für richtig, dass wir da dranbleiben. Im Übrigen geht so etwas, auch die Bindewirkung dessen, was wir gerade tun, bin ich mir sicher, geht über eine Legislatur hinaus und hat Wirkung, weil die Länder auch intensiv mit eingebunden worden sind. Gibt es weitere Fragen, Frau Pauli, gerne. Frau Klöckner oder die Herren, Sie haben gerade den Zeitplan dargestellt. Jetzt frage ich mich, ist das nicht ein sehr langfristiger Zeitplan, wenn man sagt, die Stufe 0 ab 2030 zu verbieten, Stufe 1 ab 2040, also braucht es da nicht mehr Tempo. Und wir reden hier sehr viel über Tierwohl, deshalb vielleicht nochmal einen Seitenaspekt dieses Themas. Stichwort Schlachtviehtransporte. Schlachtvieh, Rinderschlachtvieh darf nicht aus Deutschland in den arabischen Raum transportiert oder gebracht werden. Zuchttiere schon. Das wissen offenbar findige Händler zu nutzen, diese Gesetzeslücke oder was auch immer. Und ein Bundesland ganz besonders, in dem das eigentlich auch verboten ist, Bayern, wir wissen von einem konkreten Fall, Schlachtvieh über Niedersachsen wohl nach Marokko oder soll gebracht werden. Inwiefern sehen Sie sich da in einer Mitverantwortung oder beziehungsweise Nachbesserungsbedarf seitens Ihres Ministeriums, um solche Praktiken, die auch grausam den Tieren gegenüber sind, zu unterbinden? Absolut. Also danke für die Frage und die erste würde ich an Sie gerne mit übergeben. Also wir sind hier sehr aktiv, was das Thema Tiertransporte anbelangt. Also die Initiativen auf europäischer Ebene kommen von uns, aus Deutschland heraus. Im Übrigen auch, was Abfertigung angeht bei Temperaturen. Also das sehen manche Südländer und Osteuropäer ein bisschen anders als wir. Wir untersagen ab bestimmten Temperaturen das Verladen von Tieren. Und das hat auch Folgen. Also es ist auch wir haben das überprüft, es ist auch nachgewiesen worden, dass bei zu hohen Temperaturen Tiere verladen worden sind. Und dem gehen wir nach und wir werten diese Verladungen auch aus. Ich will es nicht als Problem bezeichnen, aber das ist die Struktur in Deutschland. Wir haben ein föderales System. Und für das Abfertigen von Tieren sind die Länder zuständig und vor Ort mit einem Veterinär, also nicht von Berlin aus vom grünen Tisch, sondern sie müssen die in
Augenscheinnahme. Also sie müssen vor Ort sein. Das ist wichtig und nicht, dass sie irgendwelche Papiere geschickt kriegen. Und deshalb sind die Länder, und sie wollen diese Verantwortung auch nicht abgeben, um es kurz zu sagen, sie sind dafür verantwortlich. Und deshalb ist es richtig, also ich appelliere sehr intensiv an die Länder. Wir sind auch immer im Gespräch miteinander dazu. Forderungen verfassungsrechtlich, uns zwar nicht die Kompetenz zu geben, aber wir sollen etwas verbieten. Das, wir haben es ja rechtlich prüfen lassen. Also ich glaube, ein Ministerium sollte nicht wissentlich gegen die Verfassung dann verstoßen. Und deshalb ist zweierlei, wo wir sehr aktiv sind. Wir müssen schauen, dass diese Umgehung innerhalb Europas unterbunden werden. Denn selbst wenn es von Bayern nach Niedersachsen die Tiere transportiert werden und in Niedersachsen sagt man dann, sie gehen nur nach Polen, dann wäre das ein innereuropäischer Transport. Aber wenn sie dann von Polen nach Marokko gehen, haben sie ja das gleiche Problem. Wir hatten es ja mit der Türkei zum Beispiel, also wo wir auch Kontrollen an den Grenzen auch extra auch haben. Und die Problematik besteht darin, dass es auch gerade innerhalb Europas eben Schlupflöcher gibt. Das heißt, wir müssen europäisch gemeinsam hier weiterkommen. Ich habe vor, auch mit, das kann ich jetzt vielleicht schon mal kurz sagen, auch mit den Niederlanden zusammen, nochmal eine Initiative auf europäischer Ebene zu starten. Und wir haben jetzt eingerichtet, auch für die Länder, auch digitale Systeme, wo sie die Plausibilität der Routen auch überprüfen können. Denn es darf nicht abgefertigt werden, wenn es keine Tränken, keine Ruheplätze auf einer Route auch gibt. Und das haben wir jetzt digital auch zusammengefasst. Ich will ein weiteres sagen. Wir haben zum Beispiel Veterinärzertifikate, haben wir bilaterale, widerrufen. Das machen ja die Länder, die miteinander verhandeln. Auch neue werden wir nicht ausarbeiten, wenn eben für uns ersichtlich ist, dass es in diesen Ländern Probleme gibt, was das Thema des Tierschutzes auch anbelangt. Aber ich sage sehr klar, da müssen die Länder auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Also man kann nicht die Kompetenz haben und wenn man sie nicht durchsetzen kann, die Kompetenz nicht abgeben wollen, aber dann was regeln wollen, was verfassungsrechtlich mehr als ein Problem ist. So. Und deshalb fordere ich auch Niedersachsen auf, und da bin ich auch froh, dass Frau Otte-Kienast da genauer hinschauen will, dass man eben nicht Schlupfloch ist und dann behilflich ist für einen solchen Transport. Wir setzen auf Alternativen. Es ist nachvollziehbar, dass andere Länder sagen, Mensch, wir hätten gerne Zuchtmaterial. Aber dann kann man Embryonen, dann kann man Samen zum Beispiel verschicken. Und das fördern wir. Das ist die Aufgabe, die wir auch haben. Und alle Informationen, die wir haben, wo verstoßen wird, tragen wir auch zusammen. Das ist, ich halte das für hochnotwendig, dass hier auf europäischer Ebene endlich gehandelt wird. Wir haben das in unserer Ratspräsidentschaft, sind wir vorangekommen, was lange gestockt war. Und das sind wir in Koblenz beim informellen Rat wirklich weit gekommen. Und jetzt werden wir gerade mit den skandinavischen Ländern, da sind wir uns, ich will sagen, mit Carola Schuten, auch mit meiner Kollegin, da bin ich mir sehr einig, da muss Frau Kyriakides, die Kommissarin, jetzt wirklich Butter bei die Fisch. Also zugesagt hat sie es uns und jetzt wollen wir auch was sehen. Die zweite Frage war, kriegen wir da nicht irgendwie mehr Tempo rein? Ich hatte versucht darzulegen, dass Sog und Druck schon in der Balance sein müssen. Bei der Sogwirkung ist ja im Augenblick die Hauptherausforderung, überhaupt mal Investitionen in Stufe 2 loszustarten. Das muss zum einen finanziell ermöglicht werden, aber wir haben in der folgenden Abschätzung auch dargelegt, dass es wichtig ist, dass wenn wir jetzt schon den ganzen Nutztiersektor in einen wirklich zu einem ganz neuen Ufer führen, was ja, wie ich finde, eine historische Entwicklung ist, dass wir dann auch nicht jeden Landwirt irgendwie allein vor sich hin experimentieren lassen sollten, sondern mit einem, wie auch immer, 100-Stelle-Programm, wie auch immer, mal die Landwirte in einer Art orchestriertes Experimentieren, gemeinsames Lernen zusammen mit Beratung und Forschung bringen, damit wir auch in transparenter Weise, in einer Weise, wo die Öffentlichkeit auch teilhaben kann, zeigen, wie denn die Tierhaltung der Zukunft tatsächlich aussehen soll. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir in dem Sinn die Sogwirkung und das positive Beispiel da vorne stellen. Jetzt sagen Sie mit Ihrer Frage, wie ich finde, nicht zu Recht, naja, mit der Stufe 0, da könnten wir doch eigentlich schneller Schluss machen, weil jeder, der Stufe 0 macht, kann auch in seinem alten Stall Stufe 1 machen. Warum wollen wir denn so lange die Stufe 0 beibehalten?
Da würde ich Ihnen zustimmen, dass das ist so denkbar und vielleicht auch politisch gestaltbar. Das Problem ist nur, wie Herr Borchert vorhin gesagt hat, mit der Europäischen Union noch ein bisschen zu verhandeln. In dem Moment nämlich, wo wir die Stufe 0 verbieten und Stufe 1 zur Pflicht machen, kann es uns passieren, und im Augenblick würde es uns passieren, dass dann die Europäische Union die Prämienhöhen für Stufe 2 automatisch runterregelt. Und das würde zur Abwanderung der Tierhaltung aus Deutschland führen, was keiner will. Das ist so ein bisschen das politische Dilemma, und deswegen sind diese Verhandlungen über die Rahmenbedingungen mit der Europäischen Union so wichtig. Ansonsten gebe ich Ihnen recht, könnte man Stufe 0 eigentlich früher beenden. Herr Borchert wollte ergänzen. Ich wollte das gerne noch ein bisschen aus der Sicht des Betriebes sagen. Sie müssen ja sehen, für den Umbau der Nutztierhaltung brauchen Sie in einzelnen Betrieben, vor allem wenn es um die Stufen 2 und 3 geht, erhebliche Umbaumaßnahmen. Sie müssen in den meisten Fällen die Ställe neu bauen. Sie müssen Bauanträge stellen, Baugenehmigungen haben und müssen dann den Umbau vornehmen. Dies wird nicht von heute auf morgen gehen, schon das erfordert erhebliche Zeit. Sie müssen zweitens mit im Blick haben, es gibt ja eine ganze Reihe von Betrieben, die stehen vor dem Generationswechsel. Und da wird nicht kurz vor dem Generationswechsel eine Entscheidung fallen, die gesamte Nutztierhaltung umzustellen. Sondern das wird dann im Zuge des Generationswechsels, wenn der Hofnachfolger sich entschieden hat, den Betrieb zu übernehmen, wird eine solche Entscheidung fallen. Und auch das muss man in der Zeitrechnung mit einplanen. Und wir haben einen relativ hohen Anteil an Zu- und Nebenerwerbsbetrieben, die auch Nutztierhaltung betreiben, bei denen die Nutztierhaltung in diesem Zeitraum wahrscheinlich ausläuft. Auch deswegen brauchen wir wahrscheinlich einen relativ langen Zeitraum, um diesen Betrieben einen geregelten Ausstieg aus der Nutztierhaltung und damit die Aufgabe der Nutztierhaltung zu ermöglichen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das alles erfordert den langen Zeitraum. Ich glaube, wir werden Schwierigkeiten haben, vom Volumen her in diesem Zeitraum die Umstellung wirklich umsetzen zu können. Da brauchen wir sehr viel Flexibilität auch in der Verwaltung, bei der Genehmigung von Bauanträgen. Wir brauchen viel Flexibilität dann bei den Baumaßnahmen. Und da kann ich nur sagen, das wird alles Zeit beanspruchen. Und so schön es wäre, wenn wir es in einem kürzeren Zeitraum machen könnten, ich glaube, das wird nicht gehen.